liebe Leute, aus Christian grüßt, oh Gott, Christian grüßt aus, das geht ja schon gut los, aber das schneiden wir nicht raus. Also, Christian grüßt aus Berlin und haben wir denn die Karin auch am Start? Und Frankfurt grüßt aus Karin. Entschuldigung. Scheiße. Okay, ist egal. Sag mal, eigentlich wäre das doch eher sowas für die verflixte 13. Folge oder so, aber egal. Wenigstens hat uns die Technik, toi toi toi, momentan alles das machen lassen. Jetzt sind es eher wir, die hier so ein bisschen verrückt spielen, die aber ist egal. Aber ja. Wahrscheinlich haben jetzt die armen lieben Zuhörer schon das erste Knalltrauma, weil wir so ihnen so in die Ohren gebrüllt haben vor Lachen. Also ich werde das noch ein bisschen runterregeln, damit sie keine Föhnfrisur kriegen. Sorry, liebe Leute. Wir werden jetzt auch ganz seriös, also ja, vielleicht. Wir versuchen das. Also, schön, dass wir da sind. Wir haben uns ja jetzt, also du, schätze ich mal, Karin, wirst dich mit Mühe irgend vom NaNoWriMo losgeeist haben. Ich selber habe mich ja nicht angemeldet. Das habe ich dir ja letztes Mal schon gesagt, dass ich mich da bestimmt nicht offiziell anmelden werde. Wobei Feigling. Na gut, ich habe mir eine Excel-Tabelle gemacht, wo auch drin steht, was ich pro Tag so schaffe. Also insofern, ich bin Nano-Soft oder irgendwie man es nennen will. Also ja, du bist natürlich die Vollprofessionelle, ist klar, aber ich taste mich da langsam mal. Vollprofessionell, ich habe halt einfach ein Ziel. Also ich muss ja. Also ich habe ja einen Abgabetermin und oder vielmehr, der Abgabetermin ist noch ein bisschen entspannter, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich bis Weihnachten mit dem Geheimprojekt, ne? Nennen wir es einfach mal Geheimprojekt, fertig bin. Und da habe ich mir so 300, 350 Seiten vorgenommen und dafür brauche ich mindestens 80.000 Wörter, was schon echt jetzt nicht das so passt. Wenig ist. Ja. Und wenn ich dann jetzt hier im November den NaNoWriMo komplett und vollständig durchziehe, dann wären das ja schon allein im November 50.000 Wörter und ich hatte im Oktober, glaube ich, dann so 16.000 schon geschrieben plus die 50, die ich hoffentlich im November schaffe. Dann ist ja nicht mehr so viel, die ich dann noch bis Weihnachten schreiben muss. Also da habe ich mir gedacht, das ist ein total schlauer Plan, wenn ich das so durchziehe. Hört sich wirklich schlau an. Also ich persönlich, ich werde mich hier mit meiner Excel-Tabelle irgendwie versuchen zu arrangieren, aber momentan habe ich also eher so das Gefühl, dass ich nicht so richtig auf die Reihe kriege. Ich bin ständig immer wieder dabei, das, was ich geschrieben habe, nochmal komplett, nicht komplett, aber zum Teil eben gegen neue Wörter auszutauschen. Aber immerhin sind die dann besser. Das ist ja schon mal was. Ja, Mensch, wir haben ich ja wieder ein Reihe Thema. Kriegen? Ja, richtig. Genau. Ich wollte jetzt legale Leitung machen und wir haben, liebe Leute, wir haben ein Thema. Immer der Reihe nach heißt das. Ist es nicht schön? Deswegen wollen wir uns mit Dingen, die wir auf die Reihe kriegen, die wir der Reihe nach lesen, also sprich mit Buchreihen heute mal befassen. Und ich habe ja dann erst gesagt, also das Thema ist von Christian, möchte ich dazu sagen. Und dann habe ich erst mal gesagt, Buchreihen, habe ich überhaupt nichts beizutragen. Ich finde Buchreihen blöd. Ich lese am liebsten Einzelromane und oh mein Gott, wie hast du vorhin im Vorgespräch zu mir gesagt? Selbstwahrnehmung und Dichtung und Wahrheit, wie auch immer. Also darf ich entnehmen, dass du auch Reihen liest, wie du festgestellt hast. Oh mein Gott, ja, und vor allen Dingen, ich schreibe sie sogar auch, aber vor allen Dingen lese ich sie aber mit offensichtlich sehr großer Leidenschaft, denn habe ich mir tatsächlich eine halbe Stunde Recherchezeit gegönnt, mal zwischen meinen vielen Wörtern, die ich so schreiben muss und habe mir mal überlegt, also jetzt überlege ich mir, habe ich jetzt überhaupt schon mal irgendwelche Reihen gelesen, außer Harry Potter? Und sehr viele. Und ich habe dann wirklich jetzt nur die wichtigsten, die mir so ganz spontan in den Sinn gekommen sind, mal aufgeschrieben auf meine Liste. Und die Liste ist lang. Also die Liste ist sehr lang. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht jetzt alles hier in der nächsten Stunde dann erzählen können, weil du möchtest ja gelegentlich auch nochmal was sagen. Also ich könnte, glaube ich, heute die Sendung mal alleine filmen. Okay, dann lege ich mich hin. Also habe ich kein Problem mit. Nein. Dann lausche ich andächtig deinen Worten.
Ja, nein, das will ja keiner hören. Also insofern, ich werde da einfach dann, so wie mir es jetzt gerade in den Sinn kommt, werde ich dann die ein oder andere Reihe dann mal so durch den Äther jagen und vielleicht hast du ja auch was dazu zu sagen und vielleicht kann ich ja auch zu deinen Reihen was sagen und dann machen wir doch mal einfach so ein bisschen Ringelreihen, oder? Oh, was sind? Der war nicht schlecht. Genau. Also das wäre jetzt nämlich das Erste, was mir auch dazu so in den Sinn gekommen ist, dass wir uns vielleicht mal auf den Terminus oder so einigen, was der überhaupt bedeutet. Was ist denn eine Buchreihe für dich? Zählen da jetzt nur die Tri, Hepta, Penta, Xta-Logien zu oder siehst du eben auch Bücher, die einfach so ein gemeinsames, ich nenne es jetzt einfach mal Storyversum haben, zählt das für dich auch zur Reihe? Ja, unbedingt, die mag ich auch viel lieber, weil ich finde jetzt so diese richtigen, also das andere würde ich jetzt als Serien bezeichnen, also analog vielleicht zu vielen Fernsehserien, wobei in vielen Fernsehserien sind die Episoden oft auch in sich abgeschlossen, aber in manchen eben nicht und manche enden dann immer mit einem bösen Cliffhanger und das hasse ich ja bei Büchern so, wenn dann ein Buch mit einem bösen Cliffhanger endet und dann muss man warten, bis das nächste kommt. Und das würde ich jetzt als Serie betiteln und alles andere, wie du sagst, so ein gemeinsames Storyversum, das ist dann eine Reihe, wo man notfalls die Titel auch in falscher Reihenfolge auch lesen könnte, ohne dass man jetzt irgendwie völlig durchdreht. Also, aber ich habe keine Ahnung. Also ehrlich gesagt, falls es jemand weiß, falls jemand eine korrekte Definition kennt oder Christian, wenn du schon die korrekte Definition kennst, ich lerne ja gerne dazu. Nö. Hab keine Ahnung. Also ich sag mir jetzt selber einfach, Reihen sind für mich einfach mehrere Geschichten, die in irgendeiner Form was miteinander zu tun haben. Entweder, weil sie tatsächlich komplett organisch so aufeinander aufbauen, dass es auch schwierig ist, sie nicht in der richtigen Reihenfolge zu lesen, oder weil sie eben einfach irgendwie zusammenpassende Geschichten haben. Das ist für mich, da sehe ich das jetzt eigentlich ziemlich locker. Weil, weißt du, ich finde das nämlich auch relativ witzig. Das ist mir gerade eben auch, als ich mich selber noch so ein bisschen vorbereitet habe, ist mir nämlich auch was aufgefallen. Eine Sache, die war mir schon klar, nämlich eine meiner durchaus bevorzugten Reihen, ich würde es dann gut, um deinen Namen zu wählen, Serie zu nennen, nämlich Eragon. Weil der Witz war, wie ich dann so mitbekommen habe, das war immer als Trilogie gedacht. So. Und dann merktest du so nach dem zweiten Buch irgendwie, da kam nix und da kam nix. Und irgendwann gab es dann mal so Gerüchte darum, dass also der Autor irgendwie festgestellt hat, verdammt, da muss noch ganz schön viel passieren. Ich mach mal eine Tetralogie draus. War insofern besser, weil er dadurch ja dann doch noch relativ fix liefern konnte. Aber das ist so, dann fand ich auch ganz witzig, weil es am Anfang dann immer ist, die Inheritance-Trilogie, ja, so wurde es auf Englisch irgendwie genannt. Eine Trilogie in vier Büchern. Ja, okay. Ich meine, ganz ehrlich, wer weiß denn sowieso, Tetra, Dingster, Bumster, das weiß nicht, die Logie, damit können doch schon auch, die kann doch keiner was anfangen. Trilogie, am schönsten finde ich immer, wenn die Leute Triologie sagen, ja? Triologie. Ja. Ich habe da mal so eine schöne Triologie gelesen. Du, weißt du, das ist, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist, absolut. Also insofern nehmen wir auch eine vierbändige Trilogie mit, würde ich sagen. Okay, passt. Und das ist mir nämlich jetzt dann gerade wieder ein nächstes, was ich dann auch gleich nochmal ein bisschen genauer beleuchten werde, ist nämlich auch eine Sache, die ich auch ganz cool fand. Eine Sache, die auch für mich eigentlich immer im Titel in irgendeiner Form auf die Zahl 5 ausgerichtet war. Und wie ich jetzt feststelle, hat er das Finale in zwei Büchern geschrieben.
Und da, weißt du, das ist so ähnlich wie du dich von den Buchverfilmungen so verarscht gefühlt hast, wo dann also der, weiß ich nicht, siebte Harry Potter oder so, dann letztendlich zwei Filme waren und du sagst, ah, wie viel Geld will man noch machen? Da habe ich jetzt quasi eigentlich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, du machst eine Reihe, du nennst sie die fünf sowieso und dann sind das sechs Bücher. Naja, Ja, egal. Wahnsinn, oder? Also das ist, naja, keine Ahnung. Also ich meine, wir können ja jetzt leicht reden, weil wir haben solche Probleme einfach noch nicht gehabt in unserer Schreiberlaufbahn, oder? Also oder warst du schon mal an dem Punkt, wo du gesagt hast, so, ich habe hier jetzt hier meine Trilogie und plötzlich wären es sieben Teile? Nee. Ich Ich mich habe auch aber, nicht. sagen wir mal, den Anfängerfehler, den du erwähnt hast, auch gemacht, dass ich also quasi etwas geschrieben habe, was in Richtung einer Reihe tendiert und dann leider am Ende des ersten Buchs einen ziemlichen Cliffhanger eingebaut habe, den ich selber jetzt nicht ganz so schlimm fand, die Leser schon. Dumm gelaufen. Ich mache das ja übrigens auch sehr gerne. Also ich finde es ja als Autorensicht, das ist ja auch schon wieder dieses Widersprüchliche, aus Autorensicht finde ich ja Cliffhanger total geil. Na klar. Aber die Leser hassen dich dafür. Die Leser hassen dich dafür. Aber manchmal muss man auch ein bisschen gehasst werden. Ja, um jetzt mal wieder auf die Reihe zu kommen, Ja. sozusagen, fang du doch einfach mal an, weil ich rede ja sonst immer so viel. Achso, dann fange ich mal an. Ich habe aber, wie gesagt, also du musst mich dann einfach mal dramatisch bremsen, weil ich habe jetzt echt viel Stoff. Ich würde nämlich in meiner Kindheit beginnen. Ich habe also Cool. so, als ich angefangen habe, ich habe mir gedacht, was habe ich denn so gelesen? Habe ich als Kind schon reingelesen? Ja, also als Kind habe ich schon endlos viele reingelesen. Ich habe also meine absolute Lieblingskinderreihe war die Britta-Reihe. Das waren Okay. 14 Teile und Britta ist eine kleine Schwedin oder ein schwedischer Teenager wahrscheinlich war sie. Die Reihe ist von einer Schwedin auch geschrieben, von Lisbeth Panke. Und es ging eben um die Reiterin Britta und um ihr Pony namens Silber und um die großen Abenteuer, die man halt auf so einem Ponyhof hat. Ja, so wie Reitturniere und das Oi. Pferdchen will nicht in den Hänger gehen und was da nicht alles an Aber was heißt doch, Abenteuer das Leben ist passiert. kein Ponyhof? Oder wie passt denn Ja, das dahin? dann lernt man, dass das Leben eben doch ein Ponyhof ist, weil so ein Ponyhof eben auch nicht unbedingt immer ein Ponyhof ist oder so in der Art. Ah. Also das habe ich jedenfalls sehr, es ist total Geht schon logisch, was wieder ich los. jetzt gesagt habe, Also, es geht schon wieder los. wie Das am habe ich Anfang. Okay. sehr, 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 sehr gerne gelesen. Also das waren sehr hübsche Bücher. Dann war ich natürlich so auch voll auf dem Enid Blyton-Trip. Da habe ich ja Aber irgendwie auch. sowas von, ja. Ja, also die hat ja, wobei ich dann heute eben in meiner Recherche wieder mal erfahren habe, dass die meisten Bücher, auf denen Enid Blyton draufsteht, ja gar nicht selbst geschrieben Ach hat und dass so? man, ja. Also vor allen Dingen die deutschen Fassungen stammen nur, also das ist sozusagen an Enid Blyton angelehnt oder sowas. Da habe ich mich dann nur gefragt, was haben die denn da für Deals gemacht? Weil ich meine, ganz ehrlich, wenn auf einem Buch Karin Müller oder eines meiner Pseudonyme draufsteht, dann will ich ja dafür die Tantiemen auch kriegen, ja. Also, und außerdem wäre es mir auch unangenehm, wenn da mein Name drauf stünde und es wäre totaler Schrott drin. Also Ja. keine Ahnung, was die da für irgendwie einen merkwürdigen Deal gemacht haben. Aber egal wie, also ich habe da jetzt auch nochmal zwei Reihen von Enid Blyton, also die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, weil ich meine, klar, das irgendwie Honey und Nanny und hier fünf Freunde und sowas kennt ja jeder. Kennst Ich du habe die sehr. Abenteuerreihe? Ha. Ich bin ja ein Mädchen. Na, Moment, da spielen noch Mädchen mit. Ja, aber ich habe doch schlechte. Nein, das stimmt auch nicht. Also egal, was ich jetzt auch immer sage. Nein, ich habe nee die Abenteuerreihe. Ich habe glaube, kann sein, dass ich da mal ein, zwei gelesen habe, aber es hat mich da nicht so gehuckt. Ja, Ich habe okay. ja, also ich habe also oder vielleicht oder ich habe es verdrängt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls ist sie mir heute nicht mehr so spontan in den Sinn gesprungen vorhin. Also, aber was mir, Entschuldigung, du hast geschnauft, du wolltest was sagen. Sonst sage ich schnell meine beiden Reihen, Mach die ich von das. Enid Blyton gelesen habe. Das war einmal Dolly, und da dachte ich mir, Dolly ist ja so ein typisch englischer Name und sowas, so eine Internatsreihe, also ähnlich wie Honey und Nanny, nur dass die Protagonistin Dolly heißt im englischen Original, wie ich heute gelernt habe, übrigens Daryl Rivers.
Auf Deutsch hieß sie Dolly Rieder. Ja, Wow. also keine Ahnung, es war halt so eine Internatsreihe. Und Da hat da habe ich dann. irgendein Lektoratspraktikant wahrscheinlich ungefähr eine Stunde dran gesessen, ne? An dem Ich Namen. weiß. Ja, oder also keine Ahnung, aber das ist wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen, wie man ja auch so bei, um mal wieder Raumschiff Enterprise zu bemühen, da hat man ja Raumschiff, also die Originalserie, die hat man ja für das deutsche Fernsehen ja so auch so auf, so als Kinderprogramm da irgendwie hintürken wollen und hat ja dann also durch eine ein bisschen bizarre Schneidetechnik noch, weil die waren ja zum Teil wirklich einen ganz anderen Schnitt als die Originalfassungen und vor allen Dingen die absolut oberschräge Synchronisierung dieser Folgen. Also ich weiß auch nicht. Also offensichtlich hat man so in den 60er Jahren den deutschen Kindern und Jugendlichen nicht zugetraut, dass sie so komplexe Stoffe oder auch nur englische Namen oder sowas irgendwie abstrahieren können. Ich habe keine Ahnung. Also egal, jedenfalls habe ich Dolly gerne gelesen und dann habe ich auch noch die Reihe Tina und Tini gelesen, für die es also zum Beispiel eben auch überhaupt keine englische Entsprechung gibt. Ja, also Aha. man weiß nicht, also es steht eben auch Enid Blyton drauf. Man weiß aber nicht, auf welche Geschichten diese ja, Geschichten eben basieren sollen. Das sind zwei Mädchen, zwei Freundinnen, die auch so kleine, naja, das ist schon eher so eine kleine Detektivserie, weil die ständig irgendwelche Fälle lösen müssen und so. Ne? Also Also das irgendwie auch ist ja schon eher so gerade kleine das. Abenteuer Das ist ja lösen. gerade das, was mir eben an den Enid Blyton, die ich so kennengelernt habe, was ja im Normalfall die fünf Freunde und die Abenteuerreihe eben war, eben auch so gefallen hat, dass, naja, so ein bisschen Emil und die Detektive nur anders irgendwie. Ja, Ja, so. genau. Also dieses ja, eben Abenteuer erleben in Zeiten, wo ja, wo man eigentlich noch so ein bisschen zu klein dazu ist, sozusagen, finde ich irgendwie ganz cool, ja. Ja, das hat mir auch gefallen und ich fand das dann halt also auch so dieses Internatsleben, das war ja, ich meine, das kannte ich ja sowas überhaupt nicht. Das war ja auch total Da fällt mir unüblich jetzt zu unserer gerade noch Zeit da. was ganz anderes ein, aber ich Ja. weiß gar nicht, ob das bloß, sind das auch Bücher oder waren das nur Hörspiele? Ich muss gerade an Burg Schreckenstein denken. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, auf jeden Fall. Aber das, Nein. da weiß ich jetzt auch nicht, ob das Bücher waren. Ich kenne es auch Internatsleben, das nur. habe ich ja auch Ja. geliebt. Ja, cool, stimmt. Ja. Siehst du, wir könnten einfach jetzt auch wahrscheinlich eine Sondersendung über Kinderserien machen, die wir geliebt haben. Und Huibu mit seiner rostigen Rasselkette. Ah, Aber ja. das waren, glaube ich, nur Hörspiele, oder? Na, Ja, egal. ich glaube schon. Also weiß ich. Nee, Huibu ist nicht Huibu. Kann ja mal nebenbei googeln. Aber Huibu ist nicht von Ottfried Preußler. Der hat aber das kleine Nee, das Gespenst, war aber das ist klein, nicht genau. Huibu. Ja, Der genau. kleine Ja. Wassermann, das kleine Gespenst, Und genau. die kleine Hexe. Ja, die habe ich übrigens auch sehr gerne alle gelesen. Und Frau Zählt sowas, Lorenz-Oketz. würdest du das jetzt auch als Reihe zählen? Weil die kleine Reihe. Nee. Okay. Nee, ich glaube, das, also weil die Geschichten hatten ja nichts miteinander zu tun, außer irgendwie kleine im Titel zu haben. Oder? Ja, da hast Also du. ich meine. Ich muss dazu wieder sagen, ich bin mir sicher, zumindest den kleinen Wassermann, da kann ich mich ganz genau dran erinnern, dass ich da auch, das hatte ich auf einer Platte, auf einer LP irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, was drin stand. Also, oder vielmehr, was das für eine Geschichte war. Ja, aber das geht mir ja mit den allermeisten Büchern, die ich in meinem Leben gelesen habe. Ja, wirklich. Also ich kann mich an die allerwenigsten Inhalte erinnern. Das gilt übrigens auch für die Bücher, die ich geschrieben habe. Wenn das irgendwie 8 Jahre her ist, dann weiß ich nicht mehr, was drinsteht. Also so nur ganz, ganz, ganz grob, ja. Also kriege ich das noch hin, aber so Details weiß ich dann nicht mehr. Aber der kleine Wassermann, doch, ja, aber ich weiß auch nicht. Also das verschwimmt so ein bisschen mit der kleinen Hexe und dem kleinen Gespenst. Also ich habe so Bilder vor Augen. Also ich habe tatsächlich, weil ich meine, der hat ja die Sachen auch sehr schön illustriert. Ich glaube, die Illustrationen sind auch von Ottfried Preußler selbst gewesen, Das kann sein, ja. in den Büchern. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also das habe ich wirklich ganz genau vor meinem inneren Auge, wie das aussah. Und ja, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Also So, nebenbei ja. habe ich jetzt gerade mal geguckt. Schreckenstein ist tatsächlich eine Buchreihe von Oliver Hassenkamp.
Und Huibu scheint tatsächlich nur eine Hörspielreihe zu sein, so zumindest das, was ich so spontan feststellen konnte. Haben wir doch. Die wurde doch auch von, also Huibu wurde doch auch von Hans Clarin gesprochen, Ja. genau wie der ja auch den Pumuckl gesprochen hat. Mein Gott, Ja. habe ich das gelebt. Wir driften so Ja. vom Thema ab, aber es war so schön. Genau, dann lass uns mal wieder zum Ernst des Lebens zurückkommen. Ja, tatsächlich. Also ich muss jetzt gerade mal gucken. Auch Ich hätte ich übrigens noch habe. eine krasse Kinderreihe. Ja, Die war krass. wirklich, die ist mir heute eingefallen, wie krass das eigentlich war. Damals fand ich es überhaupt nicht krass. Das war, da fand ich es nur ein bisschen altmodisch. Ja? Aber Okay. wie altmodisch ist mir erst heute bewusst geworden. Das war nämlich die Pucki-Reihe von Magda Trott. Und Okay. Pucki, Försters Pucki und sowas hieß es. Und Pucki, die junge Braut und Pucki, was weiß ich. Pucki, ja. Und habe ich heute festgestellt, dass diese Reihe zwischen 1934 und 41 entstanden ist. Okay, dann kann ich mir Und vorstellen, wie das da so abgelaufen ist, ja. ja, und das finde ich jetzt, weißt du, so in der Rückschau finde ich das total krass. Also das waren die Bücher, die hatte meine Mutter als Kind gelesen. Und ja, dann, weil ich ja ununterbrochen neuen Lesestoff gebraucht habe, hat sie mir halt dann irgendwann mal so ihren alten Kram dann noch hingeworfen und so hat gesagt, jetzt lies mal das. Habe ich dann auch alles gelesen und ich habe die auch sehr gerne gemocht, wenn ich so, wie ich mich erinnere. Und dann Tja, dachte ich mir, das ist ist ja wieder, schon krass. das, du weißt, so ging es mir, wieder mal ein kompletter Exkurs, so ging es mir immer mit der Feuerzangenbowle, die ich also in meiner Erinnerung der vielen Male, die ich sie als Kind und Teenager irgendwie gesehen habe, ja so absolut herrlich finde. Also heute noch gehe ich manchmal so durch irgendwelche Gänge in einer Firma oder so und fange plötzlich an, eine Melodie davon zu pfeifen oder so, weil irgendwie, ja, das ist so für mich eigentlich irgendwie immer da. Und letztens, also das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich sie mir nochmal mit meinem Vater zusammen angeguckt, weil wir irgendwie zu Weihnachten irgendwie so ein bisschen ein paar Tage Männer-WG gemacht haben. Und da hatte ich dann also unter anderem auch die Feuerzangenbowle runtergeladen und dann habe ich sie also jetzt dementsprechend vor kurzem nochmal so gesehen, auch so ein kleines bisschen mit dem Hintergrund, in welcher Zeit ist es denn entstanden. Ey, ich bin aus den, nennen wir es mal, mehr oder weniger subtilen Anspielungen, die in eine ganz spezielle Richtung ging, die ich vorher überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich habe das einfach nur als eine schöne Komödie wahrgenommen, aber du kommst ja aus diesen ganzen Anspielungen gar nicht raus. Und ich gestehe, dass es mir so ein kleines bisschen den Spaß an diesem Film verleidet hat, weil ja, das ist so wie wenn du einmal bei so einem Bild dieses Negativbild gesehen hast, dann kannst du es nicht mehr ausschalten. Ja, das Ja. ist doof, gell? Aber ja, ist so. Ich werde trotzdem hin und wieder pfeifend durch die Gänge laufen oder so. Aber Mach egal. das und ich gucke mir die Feuerzangenbowle jetzt sicherheitshalber nicht nochmal an. Jetzt bin ich gewarnt, jetzt schaue ich, also ich will dann, ich werde sie in guter Erinnerung Ja, behalten. macht das Ist durchaus. vielleicht besser. Richtig, Ist genau. vielleicht besser so. Ich habe tatsächlich auch noch eine Sache, die ich zwar nicht als Kind zu mir genommen habe, weil so alt ist er dann doch noch nicht, aber es ist doch etwas, was eigentlich eher was für Kinder ist. Und zwar ist das die sogenannte Alex Rider-Reihe von Anthony Horowitz. Weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Nope. Ist ganz cool insofern, als dass Alex Rider, also es ist eine, ich würde es jetzt mal grundsätzlich als lose Reihe von Abenteuern titulieren, die aber letztendlich doch immer auch so eine übergeordnete Handlung mit vorantreiben, wo man dann also doch irgendwann noch viel später mal so eine Sache wie, ach guck mal, und das war das in dem ersten und so. Das, was ich ja zum Beispiel bei unserem wahrscheinlich beider All-Time-Favorite Harry Potter ja immer so grandios finde, dass plötzlich im siebten Buch Sachen aufkommen, dieser Shit, das hat die doch schon im zweiten Buch da und da geschrieben oder so. Und jetzt weiß ich endlich, was das bedeuten sollte. Und solche Sachen hast du da hin und wieder auch, aber das ist, ja, ich würde jetzt mal durchaus so denken, dass das für vielleicht so 12-Jährige oder so geschrieben ist, das, was ich jetzt meine, Alex Rider. Das ist mehr oder weniger so eine
Agentenserie, also James Bond für Kinder. Ganz cool, cool gemacht, weil dann eben auch quasi der also dieser Alex ist selbst, glaube ich, irgendwie so ein Sohn von mindestens einem Geheimagenten, und der wird mehr oder weniger in die Organisation dieses Geheimdienstes so reingezogen und dann als letztendlich Mini-Agent zuerst, naja, findet das selbst noch ganz lustig. Irgendwann nimmt dann der Spaß daran schon so ein bisschen ab, zumal es auch öfter mal um sein Leben geht. Und der kriegt dann auch immer noch ganz nette Gimmicks und Gadgets, so ähnlich wie James Bond immer, irgendwie an die Seite gestellt. Ist also was, was ich durchaus für, naja, wahrscheinlich wird es eher was für Jungen sein, weil es schon eben auch so ein bisschen eher in die technische Richtung geht. Aber ich fand das echt ganz cool, vor allen Dingen, weil ich mir so sage, Mensch, Jungs in dem Alter, lesen die überhaupt? Ja, Und da wäre sowas, denke ich mal, ganz cool, weil es ist eben, ja, es ist eben abenteuerlich, es ist mit Detektivspielen dabei und es ist eben irgendwie ganz cool, und ich glaube, das Ding ist sogar verfilmt worden, aber ich würde spontan mal sagen, der Film war echt, naja, Schrott. Ja, wahrscheinlich. Aber das muss ich mir mal merken, das ist vielleicht ein guter Tipp für meinen Neffen, weil der ist auch eher so ein Trägerleser, aber wenn, dann will das auch gerne abenteuerlich, wobei meine Nichte liest auch gerne und die macht auch Abenteuer, und wir sind ja jetzt hier gendermäßig, sind wir ja korrekt, auch Mädchen mögen Technik, also manche. Ja, mag durchaus sein. Es gibt, ja, natürlich, es sind ja Menschen, sagen wir mal einfach, und die einen sind so und die anderen sind so, da ist das Geschlecht letztendlich egal, da hast du schon recht, aber trotzdem stelle ich doch immer wieder fest, ja, nur gut, das kann natürlich auch an den Eltern liegen, die dann für ihr Kind, weil da sind es ja meistens die Eltern, die dann irgendwelche Lektüre aussuchen, dann doch eher was aussuchen, was für in ihren eigenen Genderbegriff irgendwie reinpasst. Na gut, lassen wir das mal außen vor, weil ich glaube, sonst könnten wir uns jetzt noch die Köpfe heiß reden. Ja, aber ich habe übrigens auch noch ein kleines Gender-Thema, nur so ein Fun-Fact am Rande. Mhm. Das ist mir nämlich auch eingefallen. Ich habe dann, als ich meine Liste heute fertiggestellt habe, ist mir aufgefallen, dass meine wirklich sehr umfangreiche Liste ausschließlich von Autorinnen geschrieben wurde. Ich habe kein einziges, ja, das ist krass. Ansonsten habe ich ja schon oft für mich zumindest heimlich beklagt, dass wir irgendwie bei unseren Buchtipps und Buchvorstellungen und die Sachen, die wir gerne mögen, haben wir da immer oft einen erschreckenden Männer, also Autorenüberschuss. Aber ich habe heute nur Frauen, das finde ich cool. Und das war keine Absicht, war wirklich reiner Zufall. Du hast nur Kerle, glaube ich, oder? Bestimmt. Ich habe sehr viele Kerle. Ich habe aber auch, sagen wir mal so, eine Reihe, die für mich einen absolut prominenten Platz in meinem Herzen sozusagen einnimmt. Das sind die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich die Chroniken oder so sind, aber nennen wir es mal die Reihe um die Drachenreiter von Pern. Und die wurden von Anne McCaffrey, ich glaube, es ist eine US-amerikanische oder kanadische Autorin, geschrieben, und ich bin durch Zufall auf diese Reihe gestoßen. Ist Fantasy, wie Drachenreiter ja letztendlich schon irgendwie vermuten lässt. Und was mich also total beeindruckt hat, war, als ich eben auf diese Reihe gestoßen bin und mir angeguckt habe, das erste Buch hat sie im Jahr 1968 veröffentlicht, meinem Geburtsjahr. Und das letzte Buch, was ich zu dem Zeitpunkt dann da im Regal stehen sah, war eben halt Anfang, ich glaube in 1990 oder so in der Richtung. Und sagen wir mal, über diese ewig lange Zeit an einem Thema dran zu bleiben und das immer weiter fortzuführen, fand ich aller Ehren wert. Und ich muss auch wirklich sagen, also an euch Leser, wenn ihr durch Zufall in irgendeinem Antiquariat, also wenn ihr so rein interessiert seid, Fantasy interessiert seid, Drachen interessiert seid, zieht euch diese Reihe rein und versucht mal, sie in irgendeinem Antiquariat als wirkliche Bücher zu kriegen, weil ihr lacht euch kaputt, da sind Illustrationen drin,
Und gerade in den ersten Büchern werden dann natürlich die Männer, da musste ich immer so an diese, an diese so 70er Jahre Pornodarsteller denken. Du lachst dich kaputt, wenn du diese Bilder siehst, ja? Aber die Geschichten, die sind so geil, was ich auch ziemlich cool finde. Muss ich unbedingt mal sehen. Ja, was ich an dieser Reihe so cool finde, ist, dass es eigentlich, also es ist weder eine So- und So-Logie, noch ist es eine eben einfach nur lose Reihe, sondern das ist ganz witzig insofern. Es ist so ein Konvolut aus vielen einzelnen Büchern, die eine Haupthandlung vorantreiben. Und dann hast du auch noch so ein paar Spin-offs dabei, die letztendlich Charaktere einführen durch ihre eigene Geschichte, die dann später in der Hauptgeschichte aber auch eine große Rolle spielen. Und das ist total cool, weil sie sich auch sehr viel Gedanken eben über die Welt, wie die funktioniert, gemacht hat und wie die ja wie auch so die soziologischen, politischen Gegebenheiten da irgendwie sind. Also es ist insofern ganz cool, nur ganz kurz zum Inhalt. Diese Drachenreiter sind letztendlich eigentlich mal eine sozusagen Streitmacht gewesen auf einem Planeten, der von einem Sporenbefall, der immer mal wieder vom Himmel fällt, bedroht ist. Und diese Drachen sind in der Lage, halt durch ihren Flammenatem diese Sporen daran zu hindern, auf die Erde zu fallen, weil wenn die erstmal auf der Erde sind, dann vernichten sie alles in irgendeiner Form. Aber es beginnt im Prinzip die Geschichte dabei, dass also das schon ewige Zeiten her ist, dass dieser letzte Sporenregen gefallen ist. Und zwar existieren diese Drachenreiter immer noch als separate Struktur innerhalb der gesamten Gesellschaft da. Aber nach und nach fragen sich so die Leute, wozu brauchen wir die eigentlich noch? Ja, die kosten uns Geld, wir sind an die tributpflichtig und so in der Richtung, weil die machen doch ja nichts, die sitzen doch bloß rum und so. Und ja, und dann, was da so für Dynamiken eben auch entstehen. Auch da ist auch, denke ich mal, das Thema Emanzipation ist ein ziemliches Thema, weil 68, erstes Buch von einer Frau geschrieben, da sind also starke Frauencharaktere auch drin, wobei ich es diesmal anders als bei der von mir ja schon mal bemühten Marion Zimmer Bradley, ist es so, dass also die Menschen da, die Männer da nicht nur Wie so tumbe, Pornodarsteller aus. nicht, die sehen zwar wie Pornodarsteller aus, sind aber nicht nur so tumbe Klötze, sondern da gibt es also durchaus welche, die wo die Frauen auf Augenhöhe mit den Männern irgendwie Sachen durchziehen können und eben es auch wichtig ist, dass die zusammen, also es ist wirklich echt eine Sache, sollte man mal gelesen haben. Ja, das klingt aber Punkt. jetzt wirklich so, als würde mir das auch gefallen und Spaß machen. Muss ich mir besorgen. Sehr Ja, cool. der Witz ist, dass ich glaube, das sind jetzt, wie viel habe ich davon? Ich glaube 9, 10 oder so Bücher, die sind jetzt auch nicht super dick. Der Witz ist aber, das letzte Buch in meiner Dings hat mir so einen kleinen Kulturschock verpasst, weil das ist nämlich nicht Fantasy, sondern es ist Science Fiction und erzählt letztendlich die Vorgeschichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass es Drachenreiter gibt. Naja, die Und Sache das mit den ist auch Sporen auf wieder. dem Planeten, ich hätte das jetzt sowieso. Ja, Okay, ich das, sag. also so, wieso die überhaupt auf dem Planeten sind und so. Ja, also alles ziemlich cool. Und es gibt auch danach noch Bücher, die ich aber alle noch nicht gelesen habe. Die sind auch teilweise dann gar nicht mehr von ihr verfasst worden, weil sie dann irgendwann gestorben ist. Ich glaube, die war 28er Baujahr. Und die ist dann von ihrem Sohn fortgeführt worden. Also insofern, er hat sich in dieses Storyversum so weit rein gebracht, dass er da weitermachen konnte. Aber ich, wie gesagt, ich bin nach diesem Ding, was mir da so diesen Kick verpasst hat, wie, Moment, jetzt ist das alles irgendwie Science Fiction.
war das tatsächlich etwas, was mich dazu gebracht hat, selber mit dem Schreiben anzufangen, weil für mich war diese Fantasy-Geschichte da noch nicht so richtig zu Ende erzählt und die dementsprechend war ich der Meinung, ah, da muss doch weitergehen. Ach so, und hab das dann war da so ein das, was bisschen, du in der letzten Folge genau, erwähnt das hast. Das ist exakt das, was ich dann in der letzten Folge erwähnt habe. Richtig. Ja, sehr Ja, cool. also deswegen ist das also für mich auch ein All-Time-Favorite und ich glaube, ich werde es auch immer wieder mal lesen, weil ja, das ist eine gute Geschichte, also insgesamt. Ja, cool. Ja. Also du hast mich, jetzt bin ich total beeindruckt und auch gehuckt, weil das werde ich mir jetzt auf jeden Fall, ich habe nicht so coole Sachen, die ich erzählen kann. Also ich meine, da kann ich jetzt echt nicht gegen anstinken mit meinen anderen. Ich hatte dann nämlich noch so, also nachdem ich meine Internats- und Ponyphase so abgeschlossen habe und meine Nazi-Literatur, also meine Kinder-Nazi-Literatur, Der kleine Nazi von nebenan. Scheiße, ehrlich. Bin ich dann auf so Krimireihen bevorzugt umgestiegen und habe dann also mit großer Begeisterung Krimireihen und Krimiserien gelesen und dann also ganz also wirklich so die Klassiker, so Agatha Christie auch und Claire Miss Marple und Hercule Poirot und so, das fand ich alles schon sehr witzig und Ja, ganz cool. ja. Und dann habe ich auch eine meiner Lieblingsreihen war von Martha Grimes, auch eine US-Amerikanerin, die Inspector Drury-Serie spielt in England, sehr, sehr idyllisch und auch sehr durchaus auch witzig gemacht, wobei teilweise auch wirklich ganz krass brutal und Okay. irgendwie auch immer so, also ich meine, so weißt du, so die Rahmenhandlung und die Figuren, so eher so ein bisschen so schrullige Figuren, auch so auch die Nebencharaktere, die immer auftauchten, also wirklich sehr, sehr charmant gemacht, aber die Fälle zum Teil so echt so, boah, wo du dir denkst, boah, das ist aber jetzt nicht hier Cozy Crime, ja. Also Ja, abgesehen davon, und dass das ich dir. damals. Und das mir, ja, dass ich den Begriff damals Cozy Crime ja noch gar nicht gekannt habe, aber das fand ich dann schon, puhuhu. Aber vielleicht, wenn du es lesen würdest oder unsere Hörer, die sagen dann, also, was hat denn die Alte schon wieder für ein Problem? Das ist alles total harmlos. Piece of Nee, also cake, das, ja, okay. aber ich habe, da gibt es 24 Teile und die hat auch, ich weiß es nicht, also über Jahrzehnte dran geschrieben. Und ich habe, glaube ich, 8 oder 9 selbst davon gelesen. Und dann habe ich noch von Donna Leon oder Leon die Commissario Brunetti-Reihe da, die in Venedig spielt. Da gibt es inzwischen 28 Teile, habe ich heute mit Entsetzen Jo. festgestellt. 28. Und in den, ich meine, und ich glaube, die schreibt da jetzt auch seit, keine Ahnung, 30 Jahren oder naja, ich glaube, der erste ist irgendwie 91, ja, das sind dann fast 30 Jahre erschienen. Und ich glaube, in der Zeit ist der Guido Brunetti um, weiß es nicht, 5 Jahre gealtert oder Ja, ist so. klar. Also es wird in der Lagune wird viel gemordet, ja. Ja, also das dazu. Und dann noch, das hatte ich aber auch schon mal erwähnt, diese Reihe von, also Rita Mae Brown, die Mrs. Murphy, die Katzenkrimi-Reihe, die sind Genau, auch richtig. irgendwie 27 Teile und sowas. Also das habe ich eine ganze Zeit lang alles sehr, sehr gerne und sehr intensiv gelesen. Aber das ist jetzt nicht so spektakulär wie deine Titel, also muss ich Oh, leider und ich bin sagen. ja noch lange nicht fertig. Ja, ich ahne es, ich ahne es. Ich auch nicht, aber jetzt bin ich schon ein bisschen, was soll ich sagen, in meine Schranken gewiesen, ja. Oh, nein, nein, nein. Aber Nee, erzähl mal, was hast du denn noch was Cooles? Also ich bin jetzt. ja, was ich, also das ist auch noch eine Sache, die ich ganz cool finde, die tatsächlich für ein kleines bisschen ältere Mädels und Jungs ist, auch von Anthony Horowitz, ist die Reihe Die 5 Tore. Und das ist tatsächlich das Ding, Sechs Teile hat, was oder? eigentlich 6 Teile hat. Ja, ein bisschen blöd, aber ist auch ziemlich cool. Abgesehen davon, dass der Autor nicht bis 5 zählen konnte, aber gut, das kann ja mal Also, vorkommen. das ist tatsächlich, also mich hat's ist auch sehr abenteuerlich, mystisch, weil man muss sich vorstellen, also es gibt auf der Welt verteilt irgendwie 5
Kinder, die zu sogenannten Torwächtern gemacht wurden und die letztendlich irgendwie dafür sorgen, dass irgendwelche super bösen Wesen, da muss ich so ein bisschen an die, an diese, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen, aus dem Marvel-Universum denken, die ja auch in irgendeinem Kristall oder sowas im Raum eingesperrt sind und immer versuchen, da rauszukommen. Und es ist im Prinzip auch so, dass also auf dieser Welt irgendwie verschiedene Portale existieren, durch die eigentlich wieder in die Welt kommen könnten, um da Tod und Verderben entstehen zu lassen. Und eben diese fünf Torwächter sind letztendlich dazu ausersehen, dafür zu sorgen, dass das nicht der Fall ist. Und die wissen natürlich alle auch wieder nichts von ihrem Glück oder wie man es immer nennen will. Und die sind definitiv schon teilweise ziemlich creepy. Also da hast da also den Protagonisten aller, der dann also aller Bücher, der dann immer von verschiedenen anderen unterstützt wird, ist Matt heißt der, glaube ich, und das ist ein Waisenkind, der irgendwo zu völlig schrägen Pflegeeltern kommt und dann so gibt's dann da so im Wald, da sind so seltsame Sachen und dann, also es ist alles spooky, es ist jetzt nicht so der absolute Horror, aber es ist schon, da geht schon irgendwie ans Eingemachte, also ich würde jetzt sagen, so richtige Teenager-Literatur für die eben Abenteuer nicht abgeneigt sind. Also es könnte durchaus vielleicht auch was für deine Nichte sein. Aber für mich glaube ich nicht. Das hört sich schon wieder zu krass an. Oh, weiß nicht. Also ich meine, es kommt immerhin vor, dass ein Supertanker dazu benutzt wird, um irgendeinen Typen, der in einem Hochhaus in Hongkong sitzt, zu töten. Wobei, ja, also das machen die Elemente mehr oder weniger. Aber also der denkt groß. Der Autor, sagen wir es mal so. Aber wieso bist du jetzt der Meinung, dass mich das jetzt besonders anspricht, wenn ein Mord mit einem Supertanker? Nein, ich meine jetzt, also er denkt groß, aber es ist jetzt nicht so, dass überall das das nur so vor sich hinspritzt oder sowas in der Richtung. Mit Blut habe ich ja kein Problem. Ich habe ja eher, also blutig kann es ja gerne sein. Ich finde es dann eher besser, wenn es so gruselig oder auch so psychomäßig ist. Okay, so also dann bist du definitiv kein Fitzek-Leser. Nein, um Gottes Willen. Also ich war ja letztens auf seiner aktuellen Live-Lesung. War wieder sehr interessant. Ich finde das vor allen Dingen, den Aufwand, der da betrieben wird, um eben dieses Event irgendwie zu machen, ist immer horrend, sagen wir mal. Aber du hast dann wirklich das Gefühl, du hast was erlebt. Ja, es ist nicht einfach bloß einer, der sich hinter ein Wasserglas setzt und anfängt, irgendwie was zu lesen. Durchaus cool. Ja, klasse, aber auch nichts für schwache Nerven. Die Lesung ist wahrscheinlich nicht so gruselig. So eine Lesung könnte ich mir mal geben, oder? So eine Lesung könntest du dir durchaus mal geben, weil, also gerade die finde ich auch total vorbei. er hat ganz am Anfang, er macht ja immer zu dem Start seiner Bücher, macht er immer Aktionen. Also so nach dem Motto, würdest du eine Nacht in der Psychiatrie mit mir verbringen oder so in der Richtung? Und da war es diesmal, willst du ein Geschenk von mir? Und da haben sich, weiß ich nicht, 23.000 Leute beworben und 8 haben dann gewonnen. Und er hat am Anfang, haben sie einen Film davon gezeigt, was sie mit diesen armen Schweinen gemacht haben. Oh Gott, was war denn das? Bei dem Film, da wärst du wahrscheinlich schon draußen. Also, naja, die haben ein Geschenk von ihm gekriegt und mit diesem Geschenk sind sie quasi genau in
in die Rolle des Protagonisten in dem Buch, in diesem neuen Dings, irgendwie versetzt worden. Also so nach dem Motto, da klingelte dann ein Telefon drin, da war dann ja Fitzek dran und Mensch, komm mal lieber zu mir, ich komme nicht zu euch hier, da kommt gleich ein Taxi, steigt mal ein. Und dann stiegen die so ein und der Taxifahrer so nach dem Motto, wo soll's denn hingehen? Ja, Dings und da und dahin hat er gesagt. Aha, ah, Sie kennen den schon. Nö. Und dann siehst du so wirklich, weil das mit versteckter Kamera gefilmt ist, wie so, so die Erkenntnis langsam auf sie niedersinkt und sie sagen, scheiße, ich sitze hier gerade in irgendeinem Taxi, fahre irgendwo hin, weil mir irgendjemand gesagt hat, ich soll das machen. Wenn da so ein Autor sagt, steig da mal ins Taxi. Super klasse. Also, cool. Ich erzähle dir nicht, was dann da noch alles kommt, weil nee, es könnte ja sein, dass jemand dass der Zuhörer tatsächlich, nö, ich denke jetzt auch eigentlich so. Eher an unsere Zuhörer, weil es könnte ja Ach sein, so. Dass die sich das Event, was jetzt vielleicht noch in der Zukunft liegt, gebucht haben, da würde ich ja spoilern. Ja, das wäre. Ja, um dich mache ich mir keine Sorgen. Ja. Klar. So, ich glaube, jetzt sollten wir mal wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen. Du hättest wie war das doch, nochmal rein? Ach so, ich habe auch noch was. Ja, aber jetzt, wie siehst du jetzt, weil wenn ich jetzt nach Fitzek hier mit meinen Romans rein ankomme, das ist doch total toll, oder? Na, warte mal, vielleicht habe ich auch noch was. Ich hab nichts Gruseliges. Nee, ich auch nicht. Du, doch, also, na, gruselig. Also, Harry Potter ist natürlich auch gruselig. Harry Potter, das kann ich, Harry Potter haben wir zwar jetzt, glaube ich, schon ungefähr ein Dutzend Mal erwähnt, kann man immer mal wieder erwähnen. Ja. Meine, also, wenn jetzt Reihe, dann ist das, glaube ich, meine absolute Lieblingsreihe überhaupt. Und das finde ich, ist manchmal auch verdammt gruselig. Also sagen wir mal so, wenn man es zulässt und die Gedanken da so ein bisschen spielen lässt, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, ja. Ja, das heißt, wenn man es zulässt, wie kann man sich dagegen wehren? Das ist ja immer so überhaupt mein Hauptproblem. Ich weiß ja, dass das alles Fiktion ist. Ich weiß es ja. Ich bin ja nicht total doof, also nicht völlig verblödet jedenfalls. Rede ich mir jedenfalls gerne ein. Aber also ich weiß es, dass es eine Fiktion ist, dass sich das jemand ausgedacht hat. Aber ich kann mich da überhaupt, ich habe da offensichtlich überhaupt keine Mechanismen in mir, die mir da helfen, das von mir wegzuhalten. Deswegen, das kommt immer so ungefiltert, kommt das bei mir an und dann denke ich mir immer, oh Scheiße. Deswegen, okay. Ja. Also um jetzt vielleicht den Bogen so ein kleines bisschen zu spannen von diesem, das ist alles ziemlich gruselig auf, wir kommen mal langsam wieder klar, hätte ich auch noch eine andere Reihe, die da weiß ich jetzt leider nicht, von wem sie geschrieben wurde, aber das kriege ich bestimmt nebenbei auch noch raus. Und zwar ist das eine total coole Reihe, weil die quasi das Thema Forensik, was ja, ja bei vielen Büchern auch Reihen, also da kenne ich, weiß ich nicht, hier die Kathy Reichs, wie heißt sie, Bones, ja, die hat ja im Prinzip die Vorlage für Bones geliefert und dann gibt's noch Scarpetta und ach, wie sie alle möglich heißen hier, Tess Gerritsen mit, wie heißen sie denn, oh Gott, Risley and Isles und so, also die, also wenn du, ja, wenn du es dich trauen würdest, irgendwie so forensisch angehauchte Sachen mal als Reihe zu lesen, da wäre Tess Gerritsen sicherlich auch nicht verkehrt mit Risley and Isles, weil da eben auch, sagen wir mal, das Menschliche durchaus immer mal ganz gut mit dabei ist. Nee, aber was ich jetzt habe, habe ich inzwischen rausgefunden, von Ariana Franklin, die Totenleserin. Weil da wird nämlich dieses Thema Forensik ins Mittelalter verlegt. Und das finde ich also ein super Ansatz, weil nämlich quasi also es nicht nur so ist, dass die Hauptdarstellerin eben weiblich ist. Noch dazu hat sie, ich weiß nicht, in Salerno, also sie hat auf jeden Fall studiert. Und sie praktiziert auch noch eben so dieses Thema Heilen und ist in der Lage, Todesursachen in irgendeiner Form zu erkennen. Nur dazu muss sie ja, sagen wir mal, die Toten
irgendwie untersuchen. Und das im Mittelalter grenzt ja quasi immer schon so ziemlich an Hexerei, sodass also diese Gratwanderung finde ich da immer total cool. Und sie ist deswegen auch dazu gezwungen, sich immer nur als quasi so eine Magd auszugeben und ihr, nennen wir es mal Leibwächter, also irgendein riesenhafter Maurer, der wird dann immer als Doktor ausgegeben, ja, der irgendwo halt studiert hat, weil Frauen dürfen das ja dann, es spielt in England, ungefähr so, ich glaube, kurz nach den Rosenkriegen oder zur Zeit der Rosenkriege, ungefähr so. Ist also, finde ich, auch herrlich, weil es eben einer total spannend ist, dann eben dieses, wie könnte man forensisch arbeiten mit den Mitteln von damals? Und eben, es gibt auch immer wieder richtig gut was zu lachen, weil die ihre Charaktere manchmal eben auch nicht ganz so ernst nimmt. Also das ist echt eine Sache, die finde ich auch total cool als Reihe. Habe ich zwar erst 2,5 von irgendwie 38. Das weiß ich jetzt gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall ja, lohnt sich definitiv. Und damit sind wir jetzt vielleicht so ein kleines bisschen aus der voll fiesen Ecke raus. Und wenn du es noch, lustiger haben möchtest, da habe ich doch, das ist diesmal gut. Eine Tetralogie, der Totengräbersohn von Sam Feuerbach. Tatsächlich, also zumindest ursprünglich mal ein Self-Publisher. Ich weiß gar nicht, ob er die Sachen inzwischen jetzt auch noch als Self-Publisher rausgebracht hat oder schon anderweitig in irgendwelchen Verlagen unterwegs ist. Aber das ist wirklich, ich weiß nicht, da kannst du eigentlich nur lachen, weil das ist im Prinzip. Klar, bei Beerdigungen lache ich auch immer. Ja, also der Protagonist ist eben der Sohn des Totengräbers in einem Dorf namens Haufen. Und er ist zwar einerseits so ein bisschen tump, wenn es so bestimmte gesellschaftliche und zwischenmenschliche Sachen zu begreifen gilt, aber er ist sehr gut darin, irgendwie an, naja, eben tatsächlich auch so forensisch unterwegs zu sein. Und er schafft es irgendwie, dass ein Dämon in ihn fährt. Und nun hast du permanent diesen inneren Dialog zwischen dem Dämon, der ihn immer irgendwelche fiesen Sachen machen lassen will. So wie so nach dem Motto, er steht eben oben an irgendeiner Kante und der meint ständig, spring doch, Feigling. Und also wirklich, ich habe es jetzt als Hörbuch gehört. Ich weiß nicht, ob es beim Lesen genauso lustig ist, aber ich habe mich köstlich amüsiert. Ja, sind vier Hörbücher oder vier Bücher und ich habe mich wirklich gut amüsiert, weil es ist so diese Fantasy, wo es wirklich auch viel auf Wortwitz ankommt. Der ist wirklich, der hat so geile Formulierung teilweise drin, dass ich nur sage, ey, wie bist du denn darauf gekommen? Aber herrlich, ja, sollte man sich durchaus auch mal reinziehen, wenn man jetzt mit Fantasy was anfangen kann. Sehr cool. Ich habe, also jetzt Fantasy-mäßig habe ich jetzt tatsächlich auch noch was hinzuzufügen. Mir sind jetzt nämlich spontan noch zwei Reihen eingefallen, die ich nicht auf meiner Liste hatte und was bei einer wirklich unverzeihlich ist praktisch, weil das ist tatsächlich auch eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Das ist nämlich natürlich die Outlander-Reihe von Diana Gabaldon. Ja, also die hat es aus irgendwelchen Gründen nicht auf diese Liste heute geschafft. Das sollte mir zu denken geben. Das ist ja natürlich auch mit diesen Fantasy-Elementen, wo Zeitreise, alles, sexy Schotten in Kilts und überhaupt und Jamie und ich. Ja, egal. Ihr wisst, worum es geht. Finde ich ganz großartig, höre ich aber bevorzugt auch als Hörbuch tatsächlich. Das ist mir da das liebste Medium. Lesen tue ich die Sparten nicht so gerne, weil die ja schon verdammt fett sind. Und die Fernsehserie finde ich auch nur so mittel. Ja? Also die erste Staffel ist super, die zweite okay, und dann lässt es aber ganz stark nach. Aber egal. Also das ist mir noch eingefallen und weil du vorhin da diese Mittelalter-Forensikerin erwähnt hast, dann ich habe auch, als ich
sag ich mal, zwischen meiner Krimi-Phase und meiner Kinder-Nazi-Phase habe ich auch gerne den Medikus gelesen. Da gab es ja auch Ja, mehrere Teile und so. Noah Ja. Gordon. Genau. Aber den erwähne ich jetzt wieder nicht mehr, weil der würde mir jetzt hier meine Frauenriege kaputt machen. Also Gut, fliegt er ich wieder habe ja den raus. Namen gesagt. Ich habe ja den Namen Genau. gesagt. Den finde ich auch ziemlich geil. Ja, da Ja. kannst du nicht anders sagen. Der hat also echt auch sowas von. Naja, gut, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr gut recherchiert habt, aber es wirkte für mich Also es extrem gut wirkte, es, ja, fand ich recherchiert. auch. Es wirkte total authentisch, weil also ich meine, klar, wir waren jetzt beide wahrscheinlich nicht im, keine Ahnung, wann war er unterwegs, auf jeden Fall irgendwann im Mittelalter, 13. Jahrhundert geht's, glaube ich, los, 13. der Ja, erste. genau. Da waren wir da nirgendwo, aber egal. Nee, Also können wir genau. nicht beurteilen, aber es klingt jedenfalls total plausibel, fand ich. Da waren Also wir hat noch mir auch nicht mal in selbst sehr gut. Planung, ja, richtig. Ja, nee, Ja. nicht mal das. Ich, Ich also. hab ansonsten, jetzt mache ich mal einen total krassen Break. Ich mache Okay. jetzt mal einen so krassen Break, weil ich jetzt hier mal ein paar Romans, also für unsere Zuhörerinnen, wir haben ja auch ein paar Damen, die uns vielleicht gerne zuhören, die keine blutigen Sachen mögen, so wie Genau. ich. And now for something completely different. Genau. Ich habe nämlich auch noch drei Romance-Reihen, die ich auch sehr, sehr mag, die auch wirklich wahnsinnig seicht sind, aber sehr schön. Das ist einmal, also zweimal ist es sogar hier sind Sportreihen, einmal von Rachel Gibson, die Seattle Chinooks-Reihe. Da geht es um das Eishockey-Team in Seattle. Und wie soll ich sagen, also die Protagonistinnen der einzelnen Teile, ich wollte jetzt sagen, vögeln sich durch das Eishockey-Team durch, das ist aber jetzt so ein bisschen despektierlich, weil, ja, also gut, ich weiß nicht, wie viele Teile es gibt, genügend und ja, und es ist dann halt immer halt ein Spieler oder ein Trainer oder irgendjemand so aus dem Team ist dann fällig und habe ich sehr gerne gelesen, ist jetzt nicht irgendwie die totale anspruchsvolle Literatur, aber halt wunderbarer Eskapismus. Und in die gleiche Schiene würde ich dann auch hier von Susan Elizabeth Phillips und die Fans sagen ja einfach Sepp zu ihr, wie ich kürzlich auch lernen musste, also Oh. SEP. Und ich habe gedacht, Sepp, Seppi, Seppi, ist das ein kleiner Dackel? Nein, nein, das ist Susan Elizabeth Phillips und die hat so eine Football-Reihe über die Chicago Stars geschrieben. Die habe ich auch alle mit durchaus ja, einer gewissen Verwunderung zum Teil gelesen, weil ich mir dachte, die sind halt also einfach schon wirklich sehr, sehr amerikanisch, auch so typisch amerikanisch. Und dann auch manchmal erinnere ich mich dann so an einzelne Szenen, wenn es dann so vorkommt, wenn sich dann die Damen überlegen, ob sie jetzt, also wenn sie dann irgendwie ihren Herzensmann dann endlich zwischen die Laken bekommen haben, ob sie dann irgendwie nachts aufstehen, um dann noch ein weiteres leichtes Make-up aufzulegen, damit sie am Morgen wieder taufrisch aussehen. Und ich mir denke, das sind so typisch amerikanische Denkweise, auf so eine Idee wäre ich also im Leben nicht gekommen. Aber ich verorte das jetzt mal, also solche komischen Verhaltensmuster in diesen Reihen. Ich kann es jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, habe ich da in der einen oder anderen mal gelesen, wo ich mir dachte, okay, das trifft es jetzt mit meiner Lebenswirklichkeit jetzt nicht so 100%. Ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt auch nicht so viele Eishockeyspieler und Football Spieler da so mir vor die Flinte laufen lasse, aber also das wäre jetzt noch nicht so unwahrscheinlich, wie dass ich ernsthaft überlegen würde, ob ich mir hier nochmal nachts, dass ich heimlich aufstehe und mir mein Make-up auffrische. Also geht's noch? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist doch wirklich total bescheuert. Ja. Ja. 0:25 Schlafzimmer, die Frisur sitzt. Ja, genau. Also ich, keine Ahnung. Ich meine, jetzt müsste ich sowieso noch ganz andere Geschütze auffahren, damit es wieder fährst mit einfach ein bisschen Make-up gar nicht mehr getan, aber lassen wir. Ich habe gerade hier wirklich jetzt hier so Kopfkino-Episoden vor mir. Gut, dass wir wirklich hier nicht filmen, sondern nur Audio machen. Ehrlich. Also das ist gerade besser für uns alle. Und vor allen Dingen ist es noch viel besser für uns alle, dass es auch noch keine Technologie gibt, die so Gedanken quasi verfilmen Oh können. nee, Das möchte keiner. das Oh will mein keiner Gott. sehen.
Weißt du, was mir gerade eben, ich weiß nicht warum, ja? Als du Susan Elizabeth Phillips erwähntest, also so einen typisch amerikanischen Dreifachnamen mit Middle Name, ist mir noch eine Reihe eingefallen, von der ich zwar, glaube ich, nur die ersten beiden mir mal reingezogen habe, aber ich habe auch sehr gelacht. Und zwar von Mary Janice Davidson, die Betsy Taylor-Reihe. Falls dir das, wahrscheinlich wird dir das nichts sagen, bin ich auch wieder ganz durch Zufall drauf gekommen. Die Protagonistin ist eine Frau namens Elizabeth Taylor, die sich aber lieber Betsy nennen lässt, aus bekannten Gründen. Mhm. Und das passt auch wieder zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass die, wenn ich mich recht erinnere, mehr oder weniger ganz am Anfang des ersten Buches sowas sagt, ja, sie geht bloß nochmal schnell aus dem Haus, weil sie dieses oder jenes irgendwie machen will und sie zieht sich lieber noch was Richtiges an, weil für den Fall, dass sie jetzt plötzlich vom Schlag getroffen wird oder so, wäre es ja blöd, wenn der Rettungssanitäter sie in schlabbrigen Jogginghosen oder sowas sehen würde. Ich glaube, das war in dem Ding. Also wenn nicht, dann schlagt mich bitte nicht, wenn ihr es gelesen haben solltet, und dann war das möglicherweise eine Geschichte, die ich ungefähr zeitgleich gelesen habe, aber es, also die Protagonistin stellt eines Tages fest, dass sie untot ist und muss jetzt erstmal mit dieser Thematik klarkommen und wird dann auch noch im Verlauf der Geschichten irgendwie zur oh Gott, was, Königin der Nacht oder so, irgendwie sowas wird, gemacht. Wird die zur Vampirkönigin? Ich glaube, das habe ich gelesen. Zur Vampirkönigin, das wird die, genau, wird die große Vampir. Und sie kann auch tagsüber noch, sie stirbt sie nicht. Sie ist, habe ich gelesen, das fand ich ja auch sehr lustig. Das ist auch eine wirklich recht lustige Reihe. Aber ich hätte jetzt weder den Titel mehr gewusst noch sonst was. Aber das habe ich, da habe ich auch einige Folgen gelesen. Das fand ich dann auch, und dann hat sie sich doch, sie schnappt sich doch dann auch irgendwie so einen coolen Vampir, oder ist es ein Werwolf? Ja, da ist dann also richtig, sowas, genau. Da gibt es dann auch mordsmäßige, also, das ist, denke ich mal, eine ziemlich coole Verbindung aus sehr lustig und da geht es auch zur Sache. Ja. Ja, ja. Also das kann ich gerade so ertragen. Also das geht wirklich gut. Also das habe ich hingekriegt. Das war witzig. Ich habe noch eine kleine Romance-Reihe und dann bin ich auch fast fertig. Also wir sind ja eigentlich, ich glaube, wir quatschen heute schon wieder länger, oder? Kann das sein? Die Stunde ist schon rum, aber es macht gerade Spaß. Also es macht gerade Spaß. Hoffentlich euch Zuhörern auch noch. Also eine meiner, also eine sehr schöne Romance-Reihe, die ich also wirklich sehr, sehr mag. Das ist von Susan Mallory, auch eine Amerikanerin, und die Reihe heißt, ich weiß nicht, sie heißt nicht Fool's Gold, die heißen alle anders, aber also das ist die sogenannte Fool's Gold Reihe, und Fool's Gold ist ein fiktives kalifornisches Städtchen, also ganz zauberhaft mit vielen lustigen Festivals, die da ständig stattfinden, und ganz charmanten und auch sehr coolen Bewohnern, die auch immer wieder in allen anderen Episoden dann zum Teil auch mal wieder auftauchen. Das ist einfach sehr schön, weil man ein wunderbares Setting hat, und vor dieser wunderbaren Kulisse passieren dann diese sehr netten Geschichten, die alle mega vorhersehbar sind. Ja, also du weißt, ab Seite 5 weißt du genau, wie es endet. Aber es ist trotzdem, und das finde ich gut, also da gibt es keine nächtlichen Make-up-Auffrischungsszenen, sondern ich meine, diese Figuren durchaus auch mal ein bisschen interessantere und komplexere Probleme, und die Lösungsansätze sind zum Teil auch überraschend, und dass das alles immer irgendwie ganz dramatisch auf das Happy End hinsteuert und dass es kurz vorm Happy End noch eine schier tödliche Komplikation gibt, die das sich dann aber auch Gott sei Dank wieder immer wie nichts auflöst. Das ist alles total, also es ist immer das gleiche Strickmuster, aber wie ich finde, sehr, sehr, sehr charmant gemacht. Also muss ich sagen, das finde ich nicht schlecht. Du, letztendlich müssen die Geschichten ja, gerade wenn es eben auch um das Thema Liebe geht, jetzt nicht zwingend super kompliziert sein. Ja, ich denke mal, es gibt durchaus eine Leserschaft, die sich sagt, ey, mein Leben ist schon kompliziert genug. Da habe ich lieber eine Geschichte, wo ich genau weiß, wo es drauf hinläuft, aber ich gucke denen gerne dabei zu. Ja, das ist halt so die klassische Eskapismus-Literatur, ja? Also ich meine, gut, aber das
gilt ja auch, also es gilt, glaube ich, für fast alle Unterhaltungsformen, ja, dass man sich da irgendwie auch für die krassen Horrorsachen oder auch für die Psychothriller oder sowas, wenn man sowas liest, dann ist man einfach mal aus seinem schnöden, drögen, blöden Alltag einfach mal ein paar Stunden weg. Und das ist Ja. genau das, was man ja erreichen will. Also alles gut, finde ich auch. Hast du denn noch eine Reihe, die du gerne? Ich habe tatsächlich, also während wir uns unterhalten, fallen mir immer noch viel mehr ein. Ja, Aber mir auch, das ist schlimm. also ich will jetzt wenigstens noch auf zwei mal ganz kurz eingehen, auch wenn wir jetzt die Stunde schon locker gerissen haben. Und zwar eine, weil ich da die Hörbuchumsetzung auch wieder so schön finde, denn sie wird von Rufus Beck gelesen. Und zwar ist das Artemis Fowl von Owen Cofer. Weil du sagst, weiß ich dann also schon, dass du sie kennst, ja. Aber für diejenigen, die es eventuell noch nicht kennen, also Artemis Fowl ist, naja, so ein bisschen, also er ist hochbegabt in allem, was er irgendwie so macht. Und weil sein Vater Chef eines Verbrechersyndikats war, der ist dann plötzlich weg, fühlt er sich berufen, in die Fußstapfen zu treten und will also zum Superbösewicht und Weltherrscher oder sonst wie was aufsteigen. Und dem oder der läuft also einer Elfe über den Weg, die ja gerade so ihre eigene Agenda irgendwie verfolgt, und die beiden prallen dementsprechend also voll aufeinander, und es kommt letztendlich dazu, dass sie einander helfen und sich da irgendwie sowas wie ein gegenseitiger Respekt, immer so ein bisschen Hassliebe oder sowas entwickelt. Herrlich, vor allen Dingen, weil der Autor es schafft, die, na, nennen wir es mal, üblichen Charaktere von Fantasy-Literatur, sprich Elfen, Zwerge, Zentauren oder wie sie alle irgendwie heißen, nochmal komplett neu zu denken. Und also ist da wirklich, da bleibt echt kaum ein Auge trocken, wenn ich mir vorstelle, wie Mulch Diggums, also einer der Zwerge, beschrieben wird, wie er sich quasi durch den Untergrund gräbt, und ja, wie er dann auch immer dargestellt wird durch die Sprache von Rufus Beck, ist wirklich eine Sache, die man sich echt nicht entgehen lassen sollte. Da bleibt echt kein Auge trocken. Und eine, sagen wir mal, allerletzte Sache, die ich mir auch jetzt inzwischen schon mehrfach angehört habe, die kannte ich vorher auch so gar nicht. Ich kannte auch den Autoren nicht. Aber ich finde auch wieder, die ist es deswegen wert, genannt zu werden, weil da, der hat so eine dermaßne Fantasie, und malt da Bilder, in meinem Kopf, dass ich mir sage, ey, wie kann man auf sowas nur kommen? Und der Autor heißt Garth Nix, und die Reihe heißt Die Schlüssel zum Königreich, also zumindest auf Deutsch irgendwie. Und der Witz ist, dass diese Reihe nach den, also die hat immer einen Wochentag im Titel, und dieser Wochentag hat dann auch immer irgendwie was mit der Handlung zu tun. Also es fängt an, glaube ich, mit, oh Gott, wie war das? Grimmiger Dienstag, Montag? Grimmiger Dienstag, ja, was ist irgendwie, also ich kann mich bloß immer an Grimmiger Dienstag, mächtiger Mittwoch und sowas erinnern. Und es ist also auch ein, der Protagonist, ein eigentlich absoluter Anti-Held, also so auch ein Schulkind, ich glaube Asthmatiker und mit Brille und also wirklich kein Held sozusagen, aber er wird eben in eine Intrigenspinnerei von Überwesen. Ich will sie jetzt nicht Götter nennen, weil also wenn das Götter wären, dann Gnade uns, wer auch immer, weil
Die verfolgen alle bloß ihre eigenen Ziele und bekriegen sich da gegenseitig und die Menschheit muss es ausbaden. Und er rutscht letztendlich in die Richtung rein, weil er irgendwie der Erbe dieser Schlüssel zum Königreich ist, wäre er derjenige, der die letztendlich alle irgendwann auf ihre Plätze verweisen kann. Aber wie der das in diesen 7 Büchern. Was der da alles erlebt, ist also wirklich Oberhammer. Fantastisch hoch 3, finde ich. Ja, dementsprechend ja, ist also auch eins meiner Must-Reads oder Must-Hears sozusagen, ja. Sehr cool. Ich habe auch noch einen allerletzten Reihentipp. Den würde ich gerne noch loswerden. Na gut. Weil das ist eine Reihe, die ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch ein Teil. Es ist also wirklich brandaktuell. Und es ist tatsächlich auch von einer Self-Publisherin, von einer Deutschen. Okay. Und sie heißt Lilly Labor. Und die Reihe ist die Zum Café bei Mr. Dalton-Reihe. Okay. Und da geht es um Zauberer. Jetzt aktuelle Zeit hier in England. Durchaus auch mit dem einen oder anderen Brexit. Thema. Auch cool. Es ist sehr cool und es ist also wirklich Aufruhr in der Zaubererwelt. Also der Zaubererrat, das sind alles weiße Magier und die sind aber irgendwie unterwandert und die also die Protagonisten, um die es geht, das sind die sogenannten asperischen Magier und das ist eine Gesellschaft, die aus 12 Magiern besteht, 4 weiße, 4 schwarze und 4 graue. So fängt es an und dann gibt es also erstmal, wird klar, da gibt es Probleme und einige wurden umgebracht und oder beziehungsweise ansonsten so gehandicapt, dass sie nicht mehr tätig sein können. Und die anderen schwarzen Magier wollen die Macht ergreifen und der Rat der Weisen und Weißen, ja, Der weißen Weisen. ja genau, ist also irgendwie, das funktioniert auch alles nicht mehr so richtig und die sind auch nur letztlich korrupt und also es ist unfassbar abenteuerlich, es ist super intelligent gemacht, es ist sehr, sehr spannend und sind auch eine zauberhafte Love Story ist auch dabei, aber jetzt nicht so im Vordergrund. Finde ich großartig. Also da ist auch, also wie die diese ganzen Handlungsstränge miteinander verwebt, sagt man verwebt? Ja, ne? Jo. Verwebt, oder? Ja, finde ich extrem beeindruckend, sehr intelligent gemacht, sehr amüsant auch, gefällt mir großartig. Wirklich ganz, ganz, ganz toll und ich bin so gespannt auf den letzten Band, auf Band 5. Ich hoffe, dass er sehr bald kommt. Also er ist, glaube ich, für November jetzt angekündigt und den werde ich dann auf der Stelle und sofort wieder inhalieren und lesen und freue mich sehr drauf. Ja, und das ist auch sehr schön, die Protagonistin Holly, also kommt in diese Gruppe, so wie die Jungfrau zum Kind, mehr oder weniger. Das ist auch ganz bizarr. Und es stellt sich dann auch heraus, dass sie auch eine Zauberin ist und ich weiß jetzt, also werde ich aber jetzt auch nicht spoilern, weil was ich jetzt noch sagen würde, das wäre dann auch schon fast wieder Okay. Spoiler-Alarm. Also es ist jedenfalls sehr, sehr cool und ich sage immer, das ist so Harry Potter für Erwachsene. Das ist auch cool. Also, ja, also mir gefällt es wirklich ausgesprochen gut. Ja, Harry Potter hat ja so eine gewisse Lücke hinterlassen, nachdem Ja, es vorbei total. ist. Ja. Ja. Aber das hat mir wirklich, also gefällt mir sehr, sehr gut und weißt du was, wir reden jetzt nicht mehr über Reihen, die wir vielleicht mal schreiben wollen oder schon geschrieben Um haben. Das Gottes will jetzt Willen. auch keiner mehr, das will jetzt Und ich keiner bin mehr auch hören. sehr froh darüber, dass wir jetzt gar keine Zeit mehr haben, Über unsere Challenge zu um reden. uns. Das reden wir nicht. Nee, Gott. reden wir nicht mehr drüber. Nee, wir reden dann. Wir Okay. reden da. Können wir vereinbaren, dass wir da nie wieder drüber reden? Nee, Also über das können wir nicht. nicht, weil wir haben ja die Challenge angenommen, also Mist. müssen wir. Zumindest im nächsten. Also ich kann zumindest eins vermelden. Ich habe Ja. angefangen. Ja, ich auch. Siehst du, okay, dann haben wir darüber gesprochen. Und Ja, alles Weitere in der nächsten Folge. Vielleicht bin ich dann auch schon auf Seite 5. Nee, ich habe schon ein paar mehr, aber egal. also und vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass meine Schwarte fast 400 Seiten dick ist. Und ich habe ja dann auch noch angekündigt, ich lese im englischen Original. Das war keine gute Idee. Also Yep. es war wirklich ein absolutes, es ist Das ein habe ich mal mit The Fiasko. Scarlet Letter probiert. Oh Gott, ja. Ja, ich habe es dann doch irgendwie eher gelassen. Ja, Naja. also liebe Leute, ihr seht, bevor wir jetzt hier so gar nicht mehr zum Ende kommen und wieder von vorne anfangen und uns noch tausend andere Reihen einfallen, ich glaube, wir lassen es für heute gut sein. Wir hoffen,
Ja, ich glaube, ich kann auch für dich, Karin, sprechen, dass wir hoffen, dass wir euch einige Inspirationen zum Füttern eures Kindles oder eurer Audible-Playlist oder wo auch immer ihr das Oder eurer sonst hören oder Bücherregale. genau, oder Bücherregale soll es ja auch noch Ach so, geben, ganz gegeben oldschool. haben. Und für den Fall, dass ihr sagt, da gibt es noch Reihen, die müssen unbedingt in irgendeiner Form Gehör finden. Schreibt's uns, würde ich jetzt mal sagen. Ihr dürft natürlich auch auf irgendwelche Däumchen klicken, oder Kommentare schreiben, wisst ihr ja. Insofern, ich wäre dann fertig. Ich wäre auch fertig und ich hoffe, dass wir alle Bücher, die wir jetzt beredet haben, besprochen haben, alle rein, dass die dann auch in den Shownotes Einzug finden werden. Das wird nochmal ein bisschen Arbeit, aber wir geben alles. Wir geben alles für euch Genau. und dann könnt ihr das einfach irgendwie euch klicken und dann lesen. Und ja, gehabt euch wohl. Ich werde jetzt wieder hier noch ein bisschen an mein Geheimprojekt gehen und nochmal ein paar Wörter reinkloppen. Das Drückst ist uns jetzt noch. ruhig noch ein bisschen rein und ich Ja, ich mache drücke euch jetzt wahrscheinlich nochmal ein was bisschen rein. Ähnliches. Bis denn, Genau. Bis dann. tschüss. Tschüss.